Dass eine Oper 220 Jahre nach ihrer Uraufführung zum ersten Mal in der Schweiz aufgeführt wird, ist ein ungewöhnliches Ereignis, zumal wenn man bedenkt, dass kein geringerer als Wolfgang Amadeus Mozart zu ihren Komponisten gehört. Zum Saisonauftakt präsentiert das Opernhaus Zürich im Theater Winterthur mit der heroisch-komischen Oper Der Stein der Weisen oder Die Zauberinsel diese ausgesprochene Opernrarität. 1790 ging sie zum ersten Mal über die Bühne des Freihaustheaters auf der Wieden in Wien. Jetzt erlebt sie ihre schweizerische Erstaufführung. Eine lohnenswerte Ausgrabung, wie Regisseur Felix Breisach unterstreicht. Also ich würde mal sagen, dass das Lohnenswerte an diesem Stück die Geschichte selbst ist, weil sie, wenn man sie, glaube ich, genau liest, heute noch genauso aktuell ist, wie sie möglicherweise damals war. Man hat damals in allen Opern gesellschaftspolitische Stoffe auf die Bühne gebracht, um vielleicht sozusagen gesellschaftliche Missstände aufzuzeigen. Das auf sehr humorvolle Art und Weise, weil man sich der Zensur und der Gönnerhaftigkeit der einzelnen Mäzene natürlich bewusst war und die nicht vollends vergraulen wollte. Durch diese humoreske Geschichte, die der Stein der Weisen hat, hat man wohl wahrscheinlich auch versucht, die Gegensätze zwischen Gut und Böse, wer war damals gut, wer war damals böse, die Gegensätze zwischen Kirche, zwischen Göttern, zwischen dem Bodenpersonal vielleicht herauszuarbeiten. Und das finde ich heute im Grunde genauso interessant, genauso aktuell letztendlich. Und der Reiz daran hat auch mehrere Komponenten. Es ist ein Spaß, es ist ein Spiel. Am Theater auf der Wieden in Wien regierte vor 220 Jahren Emanuel Schikaneder. Er war nicht nur Sänger, Schauspieler, Regisseur, Texter und Lebemann, sondern auch ein gewitzter Theatermanager, und als solcher setzte er auf populäre Stücke mit opulentem Bühnenzauber. Schließlich musste die Kasse des Freihaustheaters zum Klingeln gebracht werden und Unterhaltung im besten Sinne des Wortes war das Gebot der Stunde. Singspiele in Wien waren sozusagen, also man könnte sich das vorstellen als die Vorläufer einer Dokusoap. Und in Dokusoaps heute und in Singspielen damals sind halt verschiedene gesellschaftspolitische Dinge aufgenommen worden. Es sollte aber vordergründig zuerst mal Spaß sein. Und dieser Spaß war wichtig, damit die Menschen in die Theater kommen. Es war eine Zeit in Österreich, wo der große Aufklärer Josef II. Gestorben war. Sein Nachfolger hatte dann eher beschlossen, wieder Kriege zu führen und hat sich um die Kunst nicht mehr so gekümmert, wie das Josef getan hat. In dieser Zeit kann ich mir gut vorstellen, dass Künstler, dass Sänger, Komponisten und Dirigenten sich überlegen mussten, wie ich weiter überlebe. Also ich will es mir eigentlich so vorstellen, dass es sozusagen die Verklärtheit, die wir manchmal von dieser Zeit haben, oder auch vor allem die Verklärtheit, die wir über Mozart haben, die geht mir ziemlich auf den Wecker. Aus einem einfachen Grund, weil ich hoffe, dass es nicht so war. Ich habe da eher die Vorstellung, die sind im Kaffeehaus gesessen und der Schikaneder kam herein und hat den Mozart und den Henneberg oder den Schack oder den Gerl beim Billard spielen gestört und hat gesagt, können Sie mir bitte schnell was schreiben? Und irgendwie lief gerade eine Katze vorbei und der Mozart setzt sich hin und schreibt Miau, Miau. So will ich es mir eigentlich vorstellen, weil es sozusagen, es wäre für mich ein fantastischeres Bild, wenn es so gewesen wäre.
als ich mir Mozart vorstellen möchte, im abgedunkelten Kämmerlein bei Kerzenlicht seine Genialität ausbrüten.